Nee, irgendwie fühle ich es nicht so. Was? Ist doch voll der Strandfeeling hier. Und? Ich habe doch extra diese super langen Makaronis mitgebracht. Die müssen gut schmecken. Wir müssen uns jetzt einfach mal vorstellen, es wäre Sommer und wir liegen am Meer und das Abi ist schon geschafft. Ich liege am Strand, in meiner Hand ist ein Mai Tai und überall tanzen sexy Dudes mit Blumenketten herum. Ah, apropos sexy Dudes. Nee, nee. Wie ist es jetzt eigentlich mit Finn? We don't need to talk about it. Also nur, wenn du dich danach fühlst. Wieso fragt er jetzt so? Naja, weil du am Freitag nicht mehr drüber reden wolltest im Chat. Ja, nee, war gut. Wir waren spazieren und haben über Filme geredet und dann haben wir uns geküsst. Oha, what? Ist doch voll schön, oder? Ja, voll. War's weird? Manchmal ist es weird. Das ist doch voll normal. Safe. Und du meintest ja auch, dass es eh nicht so dein Ding ist. Ja, nee, der Kuss war eigentlich voll gut. Dienstagabend kommt er zu mir nach Hause, so Second Date und so. Gleich ein Home-Date. Heavy. Warum? Naja, bei einem zu Hause ist es ja schon sehr intim. Also bei Josh und mir hat das eine Ewigkeit gedauert. It was like a week. Ja, und da wurde es auch gleich sexual, ne? Ja, okay, aber egal. Du musst nichts machen, was du nicht willst, okay? Genau, ich würde mich auch voll chillig anziehen. So, kannst auch eigentlich den Pulli anziehen, den du gerade anhast, da weißt du ja direkt, was Sache ist. Ich meine, ich hätte mir erst mal auch mit so einem ähnlichen Shirt, mit Kiwi. Und dann habe ich mich halt automatisch voll wohl gefühlt und dann war es auch richtig gut. Jimmy, es geht gerade nicht um Sex. Hä? Warum soll es nicht darum gehen? Okay. Anyways, Sex sowieso gerade bei mir keine Sache, weil ich habe mir so einen Scheißpilz eingefangen. Oh, no. Joghurt soll da helfen. Echt? Ja. Ja, und Kondome auch. Ja. Ja, okay, die brauchen wir jetzt sowieso nicht. Ey, sei froh, dass du diese fucking Pille nicht brauchst. Du nimmst die immer noch. Ich krieg davon so Bluthochdruck. Nein, ich habe die jetzt abgesetzt. Aber meine Frauenärztin meinte, dass ein Diaphragma eine weitere Option wäre. Aber ich bin mir da irgendwie noch nicht so sicher. Also jetzt erstmal back to condoms. Yay! Fingers crossed, dass nichts schief läuft, ne? Wird schon nicht. Eigentlich ist es doch das sicherste Verhütungsmittel, oder? Nein. Also ich habe mal so ein Dings gelesen in der Zeitschrift, in der Studie. Das ist eine Kondom-Studie ja auch Dings hier. Oh, this my shit. All the girls don't feel like this. You tell